Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, insbesondere liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Die Linke. Auf Ihre Initiative, auf die Initiative Ihrer Fraktion hin, beraten wir heute eine Sammelübersicht von 103 verschiedenen Petitionen hier im Plenum des Bundestages. Mich hat erstaunt, dass unsere Ausschussvorsitzende Frau Steinke hier nicht reden durfte, dass dafür eine ausgewiesene Arbeitsmarktpolitikerin mit der Katja Kipping gesprochen hat. Liebe Kollegin Kipping, stellen Sie eine Frage, da habe ich mehr Zeit. Bitte, Frau Kollegin. Ich kann eine persönliche Erklärung abgeben. Lassen Sie sich gesagt sein, nicht wer am lautesten schreit, Frau Kipping hat recht, auch wenn Sie eine Forderung immer wieder und hier vorhin auch sehr voluminös wiederholen. Sie wird deshalb nicht richtiger. Sie waren vormals, Frau Kollegin Kipping, Vorsitzende des Ausschusses Arbeit und Soziales. In der Zeit, in der dieses Problem materiellrechtlich im Ausschuss Arbeit und Soziales behandelt wurde, im letzten Jahr, waren Sie bereits nicht mehr Ausschussvorsitzende, waren Sie Fraktionsvorsitzende. Das heißt also im Endeffekt, bitte? Oder Stellvertreter, was weiß ich. Auf jeden Fall, der Ausschuss Arbeit und Soziales hat am 14.01. genau die jetzt im Änderungsantrag behandelte, herausgezogene Petition, die Petition eben hier beraten. Der Ausschuss Arbeit und Soziales hat am 29. Juni 2015 eine umfangreiche Ausschussanhörung durchgeführt, auch zu dieser Petition. Da war zugrunde gelegt die sogenannte Hannemann-Petition, über die wir jetzt eben als Änderungsantrag gesondert beraten. Und in dieser Ausschussanhörung war auch die von Ihnen zitierte Diakonie zugegen. Also wir haben genau die Probleme, die Frage der Sinnhaftigkeit einer Abschaffung von Sanktionen im Hartz-IV-Bereich im federführenden Ausschuss eben hier eingehend beraten. Am 23.09.2015 hat der Ausschuss Arbeit und Soziales abschließend über die Petition beraten und hat mitgeteilt, dass dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte. Was Sie jetzt über den Petitionsausschuss hier versuchen, ist so eine Art Superrevisionsinstanz. Das heißt, Sie stellen das Fachwissen in Arbeit und Soziales des Petitionsausschusses über dessen, was der A&S-Ausschuss eben hier in der Sache schon entschieden hat. Und das kann eigentlich so nicht richtig sein. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auf die altbekannte Forderung zur Abschaffung der Sanktionsmöglichkeiten von Hartz IV haben wir im federführenden Ausschuss, ich habe auch mit den Daten darauf hingewiesen, aber auch schon als öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss sehr eingehend die ganzen Anliegen geprüft und wir sind mehrheitlich zur Auffassung gekommen, dass eben schon das Verfahren abgeschlossen werden soll. Und da wird sich auch durch die heutige Debatte nichts daran ändern. Wir haben nicht nur in dieser Wahlperiode, sondern auch in den vergangenen Wahlperioden, wo Sie Vorsitzende des federführenden Ausschusses waren, Frau Kipping, eben ausführlich darüber debattiert und werden eben entsprechend hier. Kollege Lehrige, ja, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Ja, selbstverständlich von der Frau Podner immer gern. Lehrige, Sie haben ja gerade die Anhörung angesprochen zum Thema Sanktionen. Und Sie haben ja darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der Sachverständigen sich da eindeutig positioniert haben und dass Sie dem ja auch folgen. Haben Sie dann auch zur Kenntnis genommen, dass die absolute Mehrheit aller Sachverständigen in jeder Anhörung zu diesem Thema sich dafür ausgesprochen hat, dass Sanktionen für die Sondersanktionen für unter 25-Jährige in jeder Hinsicht kontraproduktiv sind? Und wären Sie bereit, diesem Votum dieser Sachverständigen auch Folge zu leisten? Denn ansonsten muss natürlich hier die Frage erörtert werden, welchen Sinn haben eigentlich Anhörungen? Liebe Frau Kollegin Podmer, herzlichen Dank für die Einlassung, für die Frage. Es ist natürlich so, dass in jeder Sachverständigenanhörung unterschiedliche Meinungen geäußert werden. Und nicht die Mehrheit. Frau Podmer. Und natürlich wird der Ausschuss eben hier aus den Sachverständigenanhörungen sich einen Schluss ziehen müssen und ziehen. Und das haben wir damals getan in A&S. Und zwar mit der Begründung, okay, fordern und fördern trifft nicht nur die über 25-Jährigen, sondern auch die Heranwachsenden, auch die Jugendlichen eben hier, die natürlich eben hier durch Sanktionen eben hier zum Einhalten von Terminen bestimmt werden sollen. Und ich möchte auf Ihren Einlassung von eben Frau Kipping noch eingehen. Wenn ich unverschuldet einen Termin beim Jobcenter versäumt habe, gibt es keine Sanktionen. Das sollten Sie eben, Sie sollten, bitte, Frau Kipping hat eine Frage. Sie lassen die Frage oder Bemerkung zu. Bitte schön.
Ja, Herr Lehrieder, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es formal laut Gesetz nicht möglich ist. Tatsache aber ist, der von mir zitierte Fall ist nicht ausgedacht, sondern ist sozusagen auch von einer ehemaligen Jobcenter-Mitarbeiterin geprüft worden. Und selbst Ihre Bundesregierung hat ja bestätigt, dass ein Teil der Widersprüche Recht bekommt, dass also falsche Sanktionen verhangen werden. Das Problem ist nur, wenn jemand einmal sanktioniert ist, muss er sich erst einmal wehren. Die Bearbeitung des Widerspruchs dauert eine ganze Weile. Die Klagen dauern eine ganze Weile. Und wir reden hier über Leute, die kein finanzielles Polster haben, die womöglich dann sozusagen gar kein Geld mehr haben, um bis zum Monatsende über die Runden zu kommen. Und vor diesem Hintergrund sagen wir, Sie können das jetzt sich auch nicht so einfach machen und das den Mitarbeitern in den Jobcentern in die Schuhe schieben, dass das deren Fehler ist, weil die stehen unter einem enormen Einsparungsgrund. Und deswegen frage ich Sie, was gedenken Sie zu tun, damit es nie wenigstens nicht zu falschen Sanktionen kommt? Ja, Frau Kollegin Kibin, herzlichen Dank noch für die Frage. Gibt mir jetzt die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass auch bei Sanktionen natürlich über Lebensmittelgutschein als Existenzminimum immer gewahrt wird. Das heißt, niemand, der Widerspruch führt oder eine Klage führt, weil wo Menschenhandel natürlich auch Fehler passieren können. Da gebe ich Ihnen völlig recht, das kann passieren. Aber der wird deswegen eben nicht in seinem Existenzminimum beschnitten. Er bekommt statt eben hier eine Zahlung, bekommt er Lebensmittelgutscheine. Das ist für die Übergangszeit zumutbar. Das System von Hartz IV, fordern und fördern, ist eben hier nicht so unlogisch. Bitte? Ich hatte noch keine Kürzung selber erhalten, Frau Kollegin Kibbing. Aber im Endeffekt, wie gesagt, über die Frage eben hier der verbesserten Einlösungsmöglichkeit von Lebensmittelgutscheinen werden wir sicherlich uns Gedanken machen können, wenn es vorkommen soll. Aber das Problem ist nicht flächendeckend da. Und nochmal, wie schon gesagt, es wird niemand in seinem Existenzminimum deswegen beschnitten. Es muss niemand verhungern. Die Skandalisierung, die Sie als Linkspartei immer wieder zum Hartz-IV-System hier vortragen, ist nicht so vorhanden, wie schon gesagt. Und eine motivierte Gruppierung, die Massenpetitionen einreichen, allein reicht nicht aus, um die Sinnhaftigkeit dieses Systems von Fordern und Fördern bleiben zu stehen. Bin noch nicht fertig. Um eben entsprechend hier die Sinnhaftigkeit des Systems von Fordern und Fördern tatsächlich in Frage zu stellen, Frau Kibbing. Das wird durch die Lautstärke und durchs Wiederholen auch nicht wahr. Meine Damen und Herren, nicht nur im Bereich Arbeit und Soziales, wo das Thema von ALG II fachlich auch hingehört und wo wir es auch debattiert haben, wo wir auch gemeinsam lange darüber gesprochen haben. Herr Ernst, eine Frage bitte. Wedeln Sie halt in der letzten Reihe rum, sondern stellen Sie mir eine Frage, dann kann ich noch darauf eingehen. Sondern eben entsprechend hier wird ja auch eben bei zahlreichen Eingaben im Petitionsausschuss bereits behandelt. Ich habe darauf hingewiesen. So wurde die Leitakte dieser Sammelübersicht beispielsweise im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses beraten. Auch das habe ich bereits gesagt, wo auch die zuständige parlamentarische Staatssekretärin, Frau Kollegin Lösekrug-Möller, und damit die Bundesregierung beteiligt war und auch ausführlich Stellung bezogen hat. Was Sie heute im Petitum fordern, ist wieder eine erneute Überweisung an die Bundesregierung, die auch nicht zu einer neuen Erkenntnis führen würde, weil wir genau diese Petition ja schon eben in der Massenpetition in der öffentlichen Anhörung zugrunde gelegt hatten. Meine Damen und Herren, zudem gab es 4 Stellungnahmen des zuständigen Ministeriums. Auch da war die Regierung beteiligt. Machen Sie bitte auch hier insoweit keine Legendenbildung. Ein sogenanntes Verfahren nach 109 Geschäftsordnung des Bundestages. Das heißt, während einem laufenden Gesetzgebungsverfahren schließt sich die heutige Debatte im Deutschen Bundestag. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Frau Kollegin Ausschussvorsitzende Steinke, sehr geehrte Frau Kollegin Kibbing, auf all diese Diskussionsebenen des parlamentarischen Verfahrens haben Sie unsere Argumente und die auch der Bundesregierung diesbezüglich zur Kenntnis genommen und auch Ihre Ansichten ausführlich darlegen dürfen. Die Tatsache, dass Sie nunmehr eine Sammelübersicht mit über 100 Petitionen im Plenum beraten möchten, lässt bei mir den Eindruck entstehen, dass es Ihnen vorliegend gar nicht darum geht, den einzelnen Petenten zu helfen. Sie benutzen vielmehr die Petenten, um hier zum wiederholten Mal die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen auf großer Bühne zu fordern, zu skandalisieren. Und ich will eins sagen. Als ich in den Petitionsausschuss des Bundestages gegangen bin, da ist mir das Anliegen der kleinen Leute wichtig gewesen. Und nicht nur mit großem Bohai die Schlacht nachzuschlagen, die in den Fachausschüssen bereits geschlagen wurden. Liebe Frau Kollegin Kibbing, missbrauchen Sie den Petitionsausschuss nicht mit dieser Skandalisierung von irgendwelchen Vorgängen, die längst im Fachausschuss behandelt worden sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wie gesagt, freue mich auf den nächsten Antrag zur Abschaffung von Sanktionen im Hartz-IV-Bereich. Der wird von Ihnen so sicher wie das Abend in der Kirche in Kürze wieder kommen. Wir werden wieder mit großer Gründlichkeit darüber beraten. Ob wir zum anderen Ergebnis kommen werden, kann ich Ihnen nicht versprechen, Frau Kibbing. Alles Gute, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das Wort hat die Kollegin Beate Müller-Gemmecke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.